Willkommen zum letzten Part von Super Mario Land 2. Wir haben im letzten Part alle 6 goldene Coins geholt und sind nun im Wario Castle. Das Spiel war ja bis jetzt... Oh mein Gott. Und da fängt es schon an. Da weiß ich schon, das wird ein sehr lustiger Part. Das Spiel war ja jetzt nicht als so schwierig, aber jetzt wird's nochmal so richtig heftig. Ich konnte das mal ganz gut, das Castle. So, wir gingen die Stelle nochmal. Ich glaube, das ging... Nee. Das war komplett falsch. Da habe ich irgend so eine gute Taktik gefunden, wie ich da nicht getroffen werde. Es ist aber schon etwas länger her, als ich das hier gespielt habe. Außer vor dem Let's Play halt, also. Ihr wisst, was ich meine. Das war auch eine sehr miese Stelle. Die Kugel kann man, wenn man auf der Piranha-Statue steht, kann die Kugel euch immer noch treffen. Das Castle ist einfach so mies. Den Pilz unbedingt mitnehmen. Und hier darf man einfach keinen Fehler machen. Und es ist auch noch so lang. Ja, genau so war das. Jetzt bin ich noch groß. Ich kann jetzt auch nicht so viel labern, weil ich muss mich auch halt echt konzentrieren, weil das auch echt sauschwer ist. Ja, die Kugel sieht man einfach nie. Deshalb ist es auch scheiße schwer. Aber wir haben den ersten Abschnitt schon mal geschafft. Ich meine, hier gibt es noch ein Item. Etwas Mitleid hatten die Entwickler dann doch. Oh nee, nicht diese Plattform. Eine bestimmte Stelle konnte ich nie. Und zwar die hier. Oh Gott, ich hab's geschafft. Okay, zweiter Abschnitt des Castles. Haben wir auch hinter uns. Genau, die zweite... Das ist, da gibt's immer so Fallen, aber ich glaube, hier kann man sogar irgendwie durch. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Jetzt bin ich so blöd und hab wieder die Falle aktiviert. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ja. Ah, lauf einfach durch, Junge. Ah, das ist auch nicht so einfach. Also das ist so schwer, das Castle. Okay, diesen Abschnitt haben wir auch geschafft. Was kommt jetzt? Die speien kein Feuer. Oder spucken. Zum Glück. Pilz, gut. Gut, gut. Scheiße. Hier geht nämlich die dritte Plattform hoch. Und ich glaube, jetzt gehen sie die ganze Zeit hoch. Nee, nur die dritte immer. Jetzt gehen sie hier. Ja, manche gehen da halt hoch. Auch geschafft. Hier einfach laufen. Einfach laufen. Dann passiert nichts. Und jetzt sind wir schon fast da. Jetzt müssen wir nur noch die komischen Kugeln mit dem Bart besiegen. Ich glaube, die haben 2 Leben. Ja, haben sie. Jetzt kommen 2 davon. Ja, fuck. Oh, ich bin da rausgekommen. Oh mein Gott. Und ich habe sie umgebracht und ich habe noch einen Pilz. Ich bin so gut. Ich hätte nichts sagen sollen. Jetzt gibt's hier noch einen Raum. Haben die jetzt 3 Leben oder was? Ich habe keine Ahnung. Nee, haben sie nicht. Oh mein Gott. Sag bitte, dass es jetzt vorbei ist. Ja, jetzt hier geht's zu Wario. Und der Bosskampf hat auch 3 Abschnitte. Okay, mit der Blume macht man keinen Schaden. Man sollte auch auf die Lampen da oben achten. Alter, ich habe ihn doch voll getroffen. Was war das denn jetzt? Oh, Treffer, Treffer. Yes! Oh, du Arschloch. Und die Musik geht so ab. Die Karotte. Oh mein Gott, ich glaube, ja, es passiert. Er bekommt jetzt auch die Karotte. Oh. Das ist zum Kotzen.
Guck mal, jetzt hat mich wieder diese verdammte Lampe getroffen, ey. Okay, okay. Nein! Oh, Mist. Was? Die war doch kaputt, du. Das hat keinen Checkpoint, ne? Sollte ich jetzt wieder 500 Versuche brauchen, werde ich euch den, also den Versuch, wo ich es geschafft habe, den finalen Versuch dann halt reinschneiden, wenn ich jetzt hier noch richtig lange brauchen werde. Und solche dummen Fails werden auch reingeschnitten. Diese verdammten Plattformen. Ich habe auch eben gesagt, ich kann nicht so viel reden, weil ich ansonsten unkonzentriert bin und dann nicht das Castle schaffe. Boah, sorry. Warum sind jetzt beide... Oh Gott. Ich bin so gut. Ich nehme alles zurück. Alter, ich habe gerade so Herzpochen. Mein Herz rastet gerade aus. Fuck. Nein. Hallo? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt bis zum Ende. Ich habe beschlossen, ich lasse das Kommentieren jetzt, weil ansonsten kann ich mich nicht genug konzentrieren. Und ja, das war's erstmal jetzt. Ich halt mein Maul. Okay, ich könnte jetzt wieder ein bisschen reden. Also der Teil da ist am schwierigsten, finde ich. Jetzt ist es etwas entspannter, aber es ist noch schwer. Ich werde jetzt wieder still sein. Yes! Und hier einfach nur laufen und dann sind wir bei Wario. Alter, wenn das jetzt nicht klappt, dann beiß ich in meinen Arm und esse mich selber auf. Nur noch die komischen Kreise da mit dem Bart. Dann sind wir bei Wario. Ich bin wieder still. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind bei den ekelhaften, fetten Spasten. Ich bin eben so weit gekommen und ich habe keine Bock, jetzt so richtig heftig zu kommentieren. Ich bin still. Verdammt! Yes!
Ich lasse das Kommentieren jetzt nicht komplett. Okay. Wir haben jetzt hier die Karotze. Der bekommt sie auch. Und jetzt wird's komplett behindert. Das ist der schwerste Teil. Oh Gott. Wir haben einen Pilz. Wir müssen jetzt mit dem Pilz auskommen. Yes. Ja, ja, ja. 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 Wir haben ihn besiegt und jetzt ist er mollen, der kleine Bastard mit seinem total behinderten Castle. Boah, Leute. Boah, nee. Nee, ey. Boah, ey. Wir haben das jetzt, wir haben das Spiel durchgespielt. Das ist das Place beendet. Ich habe es geschafft. Ich habe dieses behinderte Castle geschafft, ey. Und jetzt wird's zum Mario Castle. Ich hoffe, der baut da alles normal. Boah. Und jetzt kommen die Credits. Thank you, Mario. Your quest is over. Ja, boah, bin ich froh. Oh Gott. Meinung zum Spiel? Game Boy Color Version, auch irgendwie komisch, dass Wario da eine rote Hose hat. Jetzt geht die Musik ab. Also ich find's komisch, dass er da eine rote Hose hat. Ansonsten, das Spiel ist sehr schön, chillig. Die Special Zone vielleicht ein bisschen herausfordernd. Naja, nicht wirklich, nur beim Let's Playen ist es halt schwieriger. Vor allem mit dem Yoda so. Aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Auch die Toriella Parts. Ja, nur das letzte Castle ist halt schon schwer. Aber es ist machbar ohne Saves. Ich habe überlegt, Saves zu setzen, dachte ich mir, aber neben ist kein Weichei. Und das, was dann Super Mario Land mit dem Save passiert ist, es war 12:30. Da, 12:30 nachts, da kann sowas schon mal passieren. Meine Ausreihe jetzt, was da passiert ist. Ich würde mal sagen, wir genießen jetzt noch die Credits. Ich genieße meinen Sieg über Wario und über das, dass ich einfach das Castle geschafft habe. Boah, ich... Ja. Halbe Stunde. Auf jeden Fall. Ganz cool. Super Mario Land 3. Gibt's ja nicht. Kein Nachfolger gekommen. Die Serie wurde nicht fortgesetzt. Aber wir haben ja jetzt Super Mario 3D. Super Mario 3D Land. Das ist auch um einiges besser als das hier. Aber das Spiel hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Let's Play hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und ja... Ich hab geschafft. Die Credits sind anscheinend vorbei, weil wir da den Wario gesehen haben. Ja, anscheinend. Das war Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns irgendwann in einem neuen Let's Play. Ciao!